Hi, Thomas hier. Drei Dinge vorweg. Zum einen, diese wie auch die nächste Folge sind auf der Drakon 13, der kleinen und sympathischen Pen-Paper-Convention in der Eifel entstanden. Das bedeutet, die Tonqualität ist ein bisschen schlechter, dafür sitzen mehr Leute vor dem Mikro. Außerdem sind es nur Halbstünder. Und weil es nur Halbstünder sind und weil es Sonderepisoden sind, die zweite Sache, wir werden zwischen dieser und der nächsten Folge nicht wie üblich 14 Tage Abstand haben, sondern nur 7. Das heißt, heute eine Folge Dorpcast, nächsten Sonntag eine Folge Dorpcast und dann wieder 14 Tage später eine Folge Dorpcast. Und zu guter Letzt, zur Drakon, haben wir einen Satz von Zufallstabellen und eine Audioerweiterung zu diesen Zufallstabellen auf der Dorp als Download veröffentlicht. Einfach nur als Hinweis, wenn ihr den Unfug noch nicht gesehen habt, schaut doch mal rein, vielleicht habt ihr Spaß dran und auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen, der ersten Drakon 2019er Sonderepisode des Dorpcast. So, ich bin dagegen. Es nimmt auf, glaube ich. Soll ich da klatschen? Ich möchte gerne klatschen. Soll ich klatschen? Ja, bitte. Ich soll klatschen! Nein, du musst eben viermal klatschen lassen, auf den fünften klatschen wir alle, damit der Ton synchron ja. ist. Ja. Fantastisch. Hi und herzlich willkommen zur Episode 135b des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, meine ich zum einen dich. Michael Skorpion-Migas, guten Abend. Und die schreckliche Akustik verrät es vielleicht schon, wir sind nicht allein. Neben mir, links von mir, sitzt... Matthias Gimmischafrat. Cool. Rechts von mir sehr sitzt... Erklärt. Markus Hein. Und mir gegenüber sitzt... Der Tom. Wer seid ihr? Wir sind die Dorp. Ich bin der Oberpropeller, offiziell. Träger der Arschkarte. Keiner hört auf mich. Alles gut. Nachdem wir diese gar nicht verwirrende und grundsätzlich verstörende Situation etabliert haben, wir haben auch ein Thema mitgebracht. Jetzt würde ich normalerweise Michael fragen, worüber wir reden, aber der weiß es nicht, weil sich alle geweigert haben, sich das Thema vorher sagen zu lassen, weil Gonzo-Podcast. Wir reden über Rollenspiele auf Conventions. Wir sind hier auf einer Convention, auf der kleinen und sympathischen Pen-Paper-Convention in der Eifel, dieses Jahr nicht in Taustenbach, sondern in Woffelsbach. Ach ja, ich sollte noch darauf hinweisen, wenn ihr dubiose Störgeräusche irgendwo vom rechten Kanal hört, wir sind noch nicht alleine, weil da hinten in der Ecke sitzt der Philipp von Nerds gegen Stefan. Hallo! Der wollte sich mal angucken, wie die Profis das machen. Was machst du hier? Ja, aber da die keine Zeit haben, hat er sich bei uns reingesetzt. Ja, man nimmt Edward Mankrit. Ja. Komm, Rollenspiele. Welche Rollenspiele eignen sich für Conventions? Welche Rollenspiele leiten wir gerne auf Conventions? Und warum zum Freck tun wir das? Damit aber auch verbunden, was sind gute Con-Rollenspiele? Was macht die für uns aus? Herr Mingers, was sagen Sie dazu? Grundsätzlich kannst du jedes Rollenspiel auf einer Con leiten. Mhm. Aber... je komplexer das Regelwerk ist, desto besser musst du auch vorbereitet sein. Weil du kannst wahrscheinlich sogar DSA auf einer Con leiten, obwohl die Leute noch nie Con-DSA gespielt haben. Jetzt ein Dum-Dum-Dum einarbeiten. Aber dann solltest du, wie für alle Con-Abenteuer, auf jeden Fall Charaktere vorbereitet haben. Wichtig, damit die Leute nicht auch noch durch die Charaktererschaffung durchgeschleust werden müssen. Gilt für jedes System. Und kein Sandbox-Abenteuer anbieten. Weil je freier das Abenteuer ist, das du anbietest, desto eher wirst du deinen Timeslot verpassen. Ja, ich sehe Markus rechts von mir gewichtig nicken. Aber du leitest manchmal diese Aufkons, oder? Ich habe auf der letzten oder vorletzten Drakon sogar ein DSA-Abenteuer geleitet, was wir auf der Dorf veröffentlicht haben, eben aus diesem Grund. Eigenwerbung. Im Garten des Magiers. Ja. Und im Prinzip alles, was der Scorp gesagt hat, stimme ich zu, weil ich hatte tatsächlich Charaktere vorbereitet, weil ich weiß halt, dass manche Charaktererschaffungssysteme da ein bisschen langwieriger sind. Eben auch dieses, wenn du zu freies anbietest, dann verlaufen die Spieler sich halt irgendwo hin. Und ja, also theoretisch stimme ich dir zu, man kann alles liken auf einer Con an Rollenspielen, aber also ich sag mal, DSA ist vielleicht auch so, du kriegst halt auch immer Leute dafür, weil es kennen halt viele. Mhm. Aber wenn die halt nicht gerade Charaktere dabei haben oder du welche vorbereitet hast, finde ich es halt auch schon eher so ein bisschen grenzwertiger. Also ich bin da auch eher bei Sachen,
Wenn man noch Charaktere erstellt, dann lieber, weil die halt eine schnelle Charaktererschaffung haben. Wo beziehungsweise das auch Teil des Spiels ist. Oder Teil des Spiels ist. Genau. Aber das ist ja ein signifikanter Teil der Spielerfahrung ist, den Charakter dann auch mit zu erschaffen. Und die natürlich ein, ja, vielleicht auch ein einfacheres System haben. Ja, du warst, glaube ich, damals auf der Drakon dabei, als ich mein Leseabenteuer mal geleitet habe, wo ich die Leute irgendwie alle mit, was hatten die? Geißeln, genau, nicht ins Geißeln, aber ich hatte irgendwie die falsche Waffenfertigkeit für die Leute generiert. Genau, es hat Peitschen als Fähigkeit gegeben, aber das wird mit Kettenwaffen geführt. Ja, ein dummer Fehler meinerseits, ich werde niemand meiner Wandstrahler seine Waffe bedienen konnte, aber hey. Ach, das war ja. Ja. Aber ja, Systeme, wo man Charaktere gemeinsam erschafft. Ich mache es bei den 1v6 Freunden immer, weil ich halt cool finde, was geht halt schnell. Und ich finde halt cool, dass die Leute miteinander eine Jugendbande bauen, mit der sie sich auch identifizieren können. Aber ja, ich glaube, was irgendwie Con-optimierte Systeme betrifft, Matthias, bist du so der glaube ich, bei uns die größten Geschütze ausgefahren hat. Haha, ja, ich bin ja irgendwie immer auf der Suche nach dem idealen Con-System. Aber eigentlich wollte ich auch noch einen ganz anderen Punkt kommen, weil wir sind ja alt und ich erinnere mich halt noch an Zeiten, wenn man das jetzt so hört, so welches Systeme auf Cons und so. Früher gab es gefühlt 3 Systeme und die kannte jeder. Und Leute sind auf Cons gekommen, um ihren Charakter zu spielen. Also den sie auch zu Hause hatten, da sind ja angekommen. Und ich weiß noch, früher war das so häufig so, da hast du dann da gesessen und so, ja, leite was. So, okay, dann hast du ja irgendwie 5 Stichpunkte aufgeschrieben. Und dann kamen da Leute halt mit, ja, ich spiele das. Und dann wird es halt, keine Ahnung, Stufe 13, Preisgeweihter, Elfen, Magier, weiß der Teufel was, der dann irgendwie noch 3 Stempel vom heimlichen Meister hatte. Kein göttergefälliger Preis und weiter würde eine 13. Stufe anhören. Ja, ich schwöre jetzt auf. Irgendwie sowas. Das war halt irgendwie eine ganz andere Nummer. Es wurde halt nicht diskutiert, welches System, es wurde halt nichts vorgestellt. Es wurde davon ausgegangen, jeder kann das. Ja, wenn du DSA kannst, kannst du Rollen spielen. Aber jeder ist dann halt mit seinem Charakter, mit so einem super komplizierten, langgespielten Charakter. Und es gab dann auch Charaktere, die dann sozusagen über die Cons geführt wurden, die dann halt Con für Con hochgelevelt, Artefakte eingesammelt, Zeug gemacht und sonst was wurden. Was ich auch kennengelernt habe, ist eben so, was spielt der? Ach so welche Stufe und dann sozusagen die Mappe auf und durchblättert, da habe ich diesen. Stimmt, ich hatte auch ganze Ordner also, mit Charakteren. Ja, wo Leute dann wirklich diese Mappe an Charakteren mit hatten. Und ja, es gab halt auch gefühlt weniger Systeme, aber dann so, welches von den 3, 4 Spielern so, Stufe so und so, was habt ihr noch nicht? Ja, zack. Aber ich finde das spannend, das hatte ich nämlich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir vor Jahren sehr viel anders auf Cons gespielt haben. Ja, und heute kommen die Spieler einfach her, haben teilweise nicht mehr Würfel dabei und sagen, oh, das klingt cool. Und dann sagst du, ja, fertige Charaktere, hat man das vorgestellt, dann sitzen die da, spielen das runter und es ist halt irgendwie, keine Ahnung, ein ganz anderer Markt, will ich mal sagen. Ja. Also das gibt es ja immer noch. Also es gab für DSA ja lange auf offizieller Seite mit den Alvernias-Abenteuern, dass die Leute dann eben auf verschiedene Cons gehen konnten. Und wenn der Charakter, den man denn da gespielt hat, so und so viel so und so häufig in offiziellen Runden dann mitgespielt hat, hat man immer Kärtchen bekommen, die konnte man einschicken. Und wenn man ein paar davon hatte, wurde der Charakter dann Teil des offiziellen Aventuriens. Gibt es aus vielen Gründen nicht mehr. Aber jetzt mal, in Deutschland ist das ja gar nicht verbreitet, aber in Amerika ist dieses kompetitive Rollenspielen mit organisierte Pathfinder Society oder so ganz groß. Und dann hast du einen fixen Charakter, den musst du eintragen und den kannst du auch nur steigern mit Gegenständen, die du in offiziellen Abenteuern dann in diesem Abenteuer auch folglich vom Spielleiter freigeschaltet bekommen hast für den Charakter. Das ist also schon... Ja, das ist in Deutschland aber überhaupt nicht mehr. Oder gab es nie? Habe ich auch nie so erlebt, aber ich weiß, dass es früher. Also früher war es häufig Rollenspiel bei DSA. Mhm. Aber je nachdem, wo du dich eingetragen hast, oder Shadowrun oder Vampire oder was. Aber je nachdem, wo du dich eingetragen hast, hast du halt DSA mit dem Erzählmeister und seiner Feengeschichte oder DSA mit dem knallharten Regelknüppel mit der 3. Erfrierungstabelle und allen Fernkampfmodifikatoren überhaupt. Und alles dazwischen und noch ganz Crunch andere. Seine enthemmten Modifikatoren. Ne? Ich finde das halt geil. Es sind halt einfach, die Leute kannten das Spiel, sind mit ihrem Charakter gekommen, haben dann eine Gruppe gebildet, wo dann sozusagen der Spielleiter irgendwas versucht hat zu spielen mit diesem System. Und dieser ganze Gedanke so, was ist ein gutes System, was bietet man, was ist dafür geeignet für das, was ich will, das gab's nicht. Ja, es gab halt nicht 700. Wir hatten ja nichts. Wir hatten nur dieses Jahr. Ja, ja, heute außer Tom. Von dem man auch mal ins Gespräch. Aber ganz kurz einmal, aber heute habe ich auch den Eindruck, Leute kommen auf eine Con, um einfach mal zu gucken, was gibt es sonst noch?
So außerhalb dem System, was ich vielleicht... Konzert ja auch super, um die Wohlfühlzone eben zu verlassen, ja, und mal was Neues auszuprobieren. Also gucken, so was haben wir da, kenne ich nicht, wonach klingt das, klingt interessant, setze ich mich mal rein, spiele ich mal mit. Und ich habe es tatsächlich auch schon ein paar Mal gemacht, so, ja, ist ein interessantes System, gefällt mir oder ist jetzt gar nicht. Aber auch, selbst wenn du im gleichen System bleibst, unterschiedliche Menschen mit anderen Spielstilen, ja, kennenzulernen. Gerade bei DSA, also es gibt ja 1000 Runden DSA und davon gibt es 1200 unterschiedliche Meinungen, wie, ja, DSA richtig funktioniert. Ja, ich sag mal, auch... Wie schmeckt Magie, ne? Wie fühlt sie sich an? Angenommen, ein Magier aus dem Gödenland, ein Magier von Aventurien treffen sich im Nimbus, ja. Aber Tom, du warst schon immer jemand für komische Systeme. Ach, ja, nee, du spielst wahrscheinlich auf meine etwas umfangreichere Paranoia-Sammlung an. Ja, durchaus auch, aber auch Teenager vom Outer Space und... Teenager vom Outer Space. Sailor Moon. Sailor Moon, morgen gleitest du wieder Sailor Moon? Ja, ja, ja. Ich glaube, die Runde ist halt wieder voll. Ja. So 95% Frauenanteil, weiß ich nicht. 95% bei 4 Leuten? Das war noch nicht seine Stärke. Vielleicht kommt Alf ja noch dabei oder so. Moment, Alf steht. Ja. Alf hat schon. Das ist Alf spannend. Die spielt mit. Aber nichtsdestotrotz, warum? Also. Wären das Systeme, die du auch in einer heimischen Runde spielen wollen würdest, wo wir uns nur weigern? Oder ist das tatsächlich auch, wo du denkst, irgendwie einmal Sailor Moon ist geil, aber das reicht dann auch wieder für ein Jahr? Sailor Moon werde ich genötigt, mehr oder weniger, von mehreren weiblichen Con-Besucherinnen. Den widersetzt man sich nicht. So die halbe Küchencrew dabei, also nee, den widersetzt man sich nicht. Paranoia weigert ihr euch, dann was Längeres mit mir zu spielen, obwohl das gehen würde. Hm. Und für die Hörer, mehrere Leute und ich machen skeptische Handbewegungen. Und ja, Tidus vom Outer Space, weiß ich nicht, ob man da unbedingt länger spielen kann, aber... Warum glaubst du, gehen Leute auf Cons eher auf solche Systeme, um die mal auszuprobieren, als wenn in der Heimrunde sowas mal einfach zu testen? Ich glaube nämlich, dass... das weiß ich mal meine These in den Raum. Ja, schmeiß mal rein. Jede Con hat ja so einen Event-Charakter. Das ist irgendwas Besonderes und da kann man auch mal Sachen ausprobieren. Und deswegen lässt man sich eher darauf ein, so einen abstrusen Kram zu spielen, der eben nicht so Mainstream ist wie DSA, Splittermond, Shadowrun, Vampire, sondern auch mal die obskuren Randthemen des Rollenspiels beruht, wie Frauen oder... Sehr gut, in der Regel hast du ja hoffentlich dann schon einen Spielleiter, der die Regeln kennt. Ne? Der hat im Wettbewerb halt schon mittlerweile vorgefertigte Charaktere. Man muss sich nicht selber einlesen, man muss sich nicht selber kaufen. Man kann einfach mal reinschnuppern, wenn es einem gefällt, kann man es ja immer noch kaufen. Ja. Ne? Gerade bei Paranoia, da treffe ich immer sehr viele Leute, die spielen wollen, einfach weil sie es mal spielen wollen. Ja, und umgekehrt aus Anwesen ausgenommen. Und umgekehrt hast du halt keine Verpflichtungen, weil wenn ich halt in einer Rollenspielrunde bin, dann habe ich mich schon irgendwie organisiert, habe mich da verabredet, kenne die Leute halt irgendwie, habe mich da halt bei einer Con kann ich auf Klo gehen, einfach nicht mehr zurückkommen. Das ist, ich sehe die Leute ja nicht wieder und von daher, dieses Commitment ist halt viel weniger. Man kann halt immer was probieren, man kauft damit halt noch nichts. Du meinst, du kannst auf der Con eher Sachen ausprobieren, weil du einfach weniger Peer Pressure hast und dann noch jemanden, gegebenenfalls niemanden verletzen musst, mit dem du jede Woche so spielst. Dem du eben sagst, dein Spiel war so Mist, ich möchte dich nie wieder sehen. Auf der Con geht das, wenn du einfach dann... Ich sag mal so, die Chance auf einen One-Shot ist höher. Mhm. Weil du hast halt, ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, ich mache einen One-Shot, ist alles gut. Aber es gibt halt diese Leute, die haben so dieses System und die sind da voll heiß hinter und sind da informiert und haben Stapel Bücher und können das auch super erklären und sind da toll. Aber du weißt jetzt nicht, ne? Und auf einer Con weiß ich halt, das ist die eine Sitzung, das war's. Mhm. Ja, und in einer Runde, das ja, weil wenn du da mitmachst, dann hast du im Prinzip ja schon zugesagt, dann da auch länger und vielleicht nochmal wieder und keiner macht das ja nur für einmal oder wenn doch, dann mit dem Hintergedanken, dass das dann irgendwie fortgesetzt wird. Also so eine Art ludonarrativer One-Night-Stand. Ja, aber im Prinzip halt noch garantierter, weil das Ganze drumherum. Also eine Con ist sowas wie ein Swingerclub und du gehst da hin, um dann einmal dann sozusagen deine Runde abzuholen. Wie weit müssen wir das noch? Ich habe ja von der GenCon so Sachen gehört, aber ich weiß natürlich nicht, ich war selbst nie da. Um das Thema mal wieder. Ich musste da arbeiten. Möglicherweise gibt es ja vielleicht auch auf Cons dann die Leute, die mal was anderes, also ihren Charakter anders spielen wollen, was in der heimischen Runde möglich ist. Mal was Neues ausprobieren. Lass mal den Moderator. Was ich halt interessant finde, auch an dem, was du gerade gesagt hast, ist, also ich persönlich bin eigentlich beim Rollenspiel in der Tendenz immer einer, der auf längere Story-Arcs oder sowas geht. Also irgendwie
One-Shots liegen mir auch nicht. Ich habe das gemerkt und ich merke das jedes Mal, wenn ich für die Dragon was vorbereite. Ich habe das gemerkt, als ich für die Ulysses Unplugged die Sachen vorbereitet habe. Ich merke es auch immer wieder, wenn ich One-Shots mit einer heimlichen Runde spielen will und dann wieder ein Jahr lang eine Kampagne draus wirft oder so. Und irgendwie geben Cons aber eine Lizenz für mich, dass das irgendwie naheliegender ist. Vielleicht auch tatsächlich mit so einer impliziten, so, ja, das ist eine Con und das ist relativ viel Vorbereitung und Regelsystem anlesen und so. Was ist ja cool, ist ja für eine Con, wo ich halt zu Hause denke, naja, komm, wenn du die Mühe schon machst, dann kannst du auch direkt 10 Abenteuer ausmachen, ne? Du meinst wieder den Event-Charakter. Ja, genau. Für dieses Event bereite ich mich drauf vor und nicht für die komplette Kampagne. Ja, genau. Und wie du schon gesagt hast, Matthias auch meinte, wenn du halt, ich sag mal, so eine heimische Runde, die ein, zweimal im Monat stattfinden soll, das ist tatsächlich sowas, da weißt du, die findet vielleicht ein, zweimal im Monat immer statt. Das ist was, was längerfristig geplant ist. Und wenn das halt ein System ist, oder die Leute, die dir absolut nicht liegt, dann willst du vielleicht auch nicht unbedingt der sein, der dann als Erster sagt, tschüss, das war's. Macht's gut, jetzt. Ja, und bei, wie gesagt, bei einer Con ist halt, du probierst das halt aus und kannst danach sagen, ja, war super oder das, ja, war nett, tschüss. Und es kann auch sehr hilfreich sein, einfach mal was auszuprobieren und zu merken, dass man einem das eben genau nicht liegt. Und da ist es ja auch eine wertvolle Erfahrung, die du mitnehmen kannst. Mhm. Zum Beispiel. Und all das Gesagte gilt halt tatsächlich ja auch von der Spielleiterseite her. Vieles von dem, was wir gesagt haben, klingt immer so als Spieler, so ich kann mal ein System ausprobieren, was mir jemand darbietet, aber umgekehrt ja genauso. Also irgendwie, dass ich Shadowrun Anarchy auf einer Drakon geleitet habe, das hätte ich ja halt doch zu Hause nie gemacht. Aber es war eine gute Gelegenheit, das mal auszuprobieren und festzustellen, dass auch das nicht mein Shadowrun ist. Aber... Ja, ich wollte mich gerade fragen, gibt es denn bei euch Systeme, wo ihr sagt, so die würde ich jetzt in einer längeren Runde vielleicht erstmal nicht spielen wollen, aber für eine Con ist das, was ich jetzt gerne ausprobieren würde? Weil du hast, Matthias, ich weiß, Matthias, du hast ja auch immer wieder so jedes Jahr das neue coole Dinger, von denen man selten was gehört hat. Und sag mal, wie viele davon sagst du, so, ja, würde ich längerfristig spielen, beziehungsweise die Con hat, oder hat mir gezeigt, nee, das ist halt eigentlich für One-Shots, aber mehr nicht, oder für eine Con? Ja, die Sache ist halt, heute gibt es eine Million Systeme. Und mit verschiedensten Ansätzen und Regeln, Komplexität und Zielen und weiß der Teufel was. Und ich habe halt gemerkt für mich auf Cons, dass die Anforderungen halt komplett anders sind. Ja, du spielst einen Charakter halt heute einmal, ja, die irgendwelche tollen, tieferen Regeln und so wirst du nie sehen, irgendwelche höheren Stufen und so wirst du nie sehen, weil du spielst 4 Stunden oder was. Ja. Und das heißt, das ist halt alles, finde ich, halt Ballast oder das sind halt Sachen, selbst wenn die im Spiel, im Regelwerk was Tolles sind, ein Feature sind auf der Con, kommen die einfach nicht vor. Ja. Und darum spiele ich halt gerne Systeme, die das halt dann einfach alles nicht haben. Zum Beispiel, was ich seit Jahren jetzt auf Cons mitschleppe, ist The Black Hack. Das ist irgendwie so ein OSR angelehnt ist, aber überhaupt nicht so, was meine Faszination für diese Oldschool-Rollenspiele und meine Abscheu vor den Oldschool-Regeln halt so richtig in der Mitte trifft. Dieses seltsame Geräusch, was du hörst, ist Moritz Mehling, der irgendwo weint. Ah. Nein. Aber das ist ein System, das würde ich zum Beispiel für eine Kampagne nicht spielen, weil man hat es in Anführungsstrichen schnell durch. Es gibt eine überschaubare Zauberliste, die Charaktere sind nicht toll ausgestaltbar oder so, da kommt auf Stufe 10 nicht irgendwas Überraschendes, was vorher einfach nicht zugänglich war und das erfüllt für mich da halt den Zweck, es ist für Gott, es ist einfach, ich bin nicht traurig, weil ich irgendwas verpasse, ich kann das komplette System mit allem, was es hat, so auf der Con spielen, aber für andere Runden sind andere Systeme besser, die dann halt auch dich belohnen, wenn du dann irgendwann den Charakter so weit entwickelt hast, dass dann irgendwas möglich wird, wo dann halt irgendwelche Spielentwicklungen sich auf dem Bogen irgendwie niederschlagen und die halt eher für dieses lange Erzählerlebnis dann gemacht sind. Und deswegen mache ich da halt knallhart inzwischen den Schnitt zwischen Con-System und Kampagnen-System. Ja. Mein 1-6-Freunde-Beispiel ist ja geht ja durchaus in dieselbe Richtung. Wer das Regelwerk gelesen hat, weiß, dass die Charakterprogression bei den 1-6-Freunde eher stiefmütterlich ist. Du meinst nicht vorhanden? Doch, doch. Alle 5 Fälle kriegt die Bande einen Bandenpunkt mehr. Ist das Regelwerk nicht gelesen, oder was? Doch, mehrmals vor ein paar Jahren. Aber es geht halt in dieselbe Richtung, weil das sind einfach diese Charaktere. Ich schreibe für nur Abenteuer, ich lese nicht die Regel. Diese Charaktere sind halt von Anfang an so, wie sie sind und werden sich ja nicht verändern. Und es stimmt schon durchaus, selbst wenn man jetzt sowas wie DSA auf einer Con leitet, was ja durchaus geht, man nutzt es ja überhaupt nicht. Also
Das ist ja ohnehin so eine Sache bei sowas wie einer Fertigkeitenliste bei DSA oder auch durchaus die Fertigkeitenliste beim Oldschool-klassischen Cthulhu oder sowas. Die deckt halt Bereiche ab, die breit gestreut sind, weil das Rollenspiel diese breiten Szenarien abdecken muss. Aber das Con-Abenteuer braucht das vielleicht gar nicht. Aber ist das nicht auch das Gleiche, was wir eben meinten? Hat sich da eben irgendwo gewandelt? Weil früher war es ja tatsächlich, da hast du ja mit deinem Charakter, den du auch zu Hause schon relativ weit gespielt hast, dann auf Cons Abenteuer erlebt. Und mittlerweile gibt es ja halt, das, wie Matthias auch meinte, wirklich so ja, im Prinzip so Con-Systeme, also so Fansysteme, die darauf ausgelegt sind, dass jetzt vielleicht nicht damit die große Kampagne spielst, wo du halt einen Charakter hast, der ist für den Abend und das war's. Was ich mich ja frage, ist, ob das wirklich so eine allgemeingültige Sache ist, dass das Con-Systeme sind, weil es, glaube ich, auch Leute gibt, beispielsweise die ganzen Erzählspieler, die halt derartige Spiele einfach grundsätzlich spielen, weil all diese Systeme, die gehen nicht in den Winterwald, die Dreads, wie sie das System etwas rausbringt, aber auch irgendwie Dungeon Crawl Classics? Ja, genau. Sowas. Man aber auch irgendwie Liebe in den Zeiten des Scyther und so weiter, das sind halt einfach, das sind so Handgranaten, die explodieren einmal laut, aber dann ist halt auch weg. Ja. Und das, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die nur auf Cons gespielt werden. Und insofern weiß ich auch nicht, ob sich das... Also ja, der Markt hat sich gewandelt, weil du heute für jede Situation ein eigenes Rollenspiel findest. Also wir sind ja über die Erzähl- und Indie-Spiele schon hinaus bei den Nano-Games, wo du halt wirklich ultra, ultra komprimierte Themen bespielst. Irgendwie, was ist das? Mom, I made a sex tape und so Sachen halt, wo halt einfach sehr singuläre Ereignisse gespielt werden. Diese Spiele sind halt da. Ich glaube, dass es vielleicht auch einfach nur ist, dass Leute wie wir, die tendenziell eher so Mainstream-Geräte sind, halt diese Spiele für Cons verwenden, aber dass das nicht unbedingt vom Spiel inhärent so ist. Meinst du denn, dass es da draußen immer noch ganz viele DSA-Spieler gibt, die genauso spielen wie vor 20 Jahren? Also ich komme mit meinem Charakter auf eine Con und suche mir eine DSA-Runde, um mit meinem Charakter da zu spielen? Kann ich mir schon durchaus vorstellen, ja. Also ich bin durchaus auch, wenn ich mal DSA auf Cons geleitet habe, eigentlich bis zum Schluss gefragt worden, ob irgendwie Leute ihren eigenen Charakter verwenden können, wo ich dann meistens sage, nein, was weiß ich, was die mir anschleppen. Aber ich denke schon, dass das noch so gemacht wird. Interessant wäre auch zu gucken, wie das ist, auch sowas wie der Manticon oder den Midgard-Cons oder sowas, wo halt tendenziell vielleicht auch die Spielerschaft noch einen ganzen Schlag oldschooliger ist. Ich kann dir zumindest sagen, auf dem KRK, also dem DSA-Con, jetzt von oben herab, so wie es klingen soll, gibt es für alle Abenteuer immer nur gestellte Charaktere. Mhm. Die können die nicht von zu Hause mitbringen, damit das auch die Charaktere immer zum Abenteuer passen, damit das Spielerlebnis dann auch passend ist. Ja, da hat man aber auch immer viele schlimme Sachen erlebt, muss ich ehrlich sagen, weil da gab es halt Leute, die haben diese Charaktere garantiert nie zu Hause gespielt, weil sie garantiert keine Runde hatten, sondern davon lebten, sich bei irgendwelchen Menschen einzutragen, denen sie noch nie begegnet sind, die ja nicht wussten, was für schreckliche Personen oder wenn nicht schreckliche Personen, dann schreckliche Charaktere da auf einen lauerten. Wir sprechen ja aus Erfahrung. Aber ja, Spielereiher, Geweihte, die die Aufgabe bekommen hat, die Quest von ihrer Göttin mit 1000 Männern zu schlafen. Okay. Ich wünsche es ein effektives Beispiel. Aber ich meine, es gibt ja auch die andere Sache. Ich meine, wir sind hier auf der Drakon, da wird ja jetzt alles gespielt, aber es gibt ja eben auch systemspezifische Cons. Ja, es gibt ja auch diese systemspezifischen Spieler, ne? Für die halt Rollenspiel halt D&Ds oder DSA oder ja, was ist der Geist? Es kann natürlich auch sein, dass eben auf solchen Cons vielleicht noch eben so gespielt wird, wenn du sagst, oh, da ist jetzt eine Midgard-Con. Mhm. Ich meine, das ist ein System, da ist, glaube ich, keiner von uns irgendwie. Nein, Midgard ist komplett abgeschottete Gesellschaft. Drin, dass wirklich da Leute mit dem Charakter spielen oder auch vielleicht ein DSA-Con irgendwo, wo halt, wie vor 20 Jahren wirklich, ich spiele den jetzt in dem Abenteuer weiter, um den auch charakterlich weiter zu spielen und zu steigern. Ja, aber aus diesem ganzen Ein-System-Rollenspiel über Jahre, da bin ich seit Jahrzehnten raus, muss ich sagen. Ja. Also da kenne ich keinen, da weiß ich nichts drüber. Ich treibe mich nicht darum, wo die sich rumtreiben. Ich kann zu diesen Leuten nichts sagen. Ich kann da nur aber um die abzuholen, eben diese Leute, die einen Charakter über lange Zeit, also in der langen Form spielen wollen, auch auf Cons, um den eben weiterzuentwickeln, um wär's dann, müsste man dann als Verlag oder als Herr oder als Produzent des Spiels das dann nicht irgendwie unterstützen, eben mit diesem organisierten Spiel, um die Leute und diese Art zu spielen abzuholen. Oder wie mit dem Galvanias-Kärtchen, dass der Charakter dann eben offiziell wird. Weil wenn diese, sagen wir mal, das ist ja sehr ergebnisorientiertes Spiel, weil ich gehe da hin, um meinen Charakter zu steigern und anderen Leuten auch am Tisch zu zeigen, guck mal, das ist mein gesteigerter Charakter. Ich kann mit zwei Bastardschwertern kämpfen bei DSA.
Aber das ist ja offensichtlich nicht mehr so sexy, sonst würde es diese Runden ja noch geben. Ja, das. Oder gehen wir jetzt einfach nur noch auf die andere Konsole? Also ich stelle mir nicht vor, dass es als Verlag, der ein breites Publikum irgendwo erreichen will, zielführend ist, im Prinzip solche Superfans zu bedienen, wo du die halt so schon viel gekauft haben, einen riesen Aufwand erfordern, weil die natürlich halt irgendwie spezielle Gimmicks, spezielle Abenteuer und irgendwas haben. Und andererseits wahrscheinlich super schwierig zufriedenzustellen sind, weil du machst einen Fehler und dann ist das alles doof und du bist böse und das ist ja... Du beschreibst DSA, so aber Bestandskundenbespaßung ist ja ein schwieriges Thema, weil das sind halt schon deine Kunden, die kaufen sowieso alles und jetzt müsstest du was investieren, um die dann dafür zu belohnen, dass sie dein Spiel spielen? Das wäre jetzt halt immer schwierig, weil viele Kunden erwarten das tatsächlich, dass der Verlag halt mehr tut, eben dann auch für solche Leute, für die so etwas, wie wir es gerade beschrieben haben, wichtig wäre, dass dann auch ein Verlag dann die Bestandskunden dann nochmal Geld in die Hand nehmen muss und Aufwand betreiben muss, um die eben beim zu halten. Findet ihr das okay? Oder ist die neue Art, wie wir jetzt auf Cons das Spielen erleben, eben mit vorgefertigten Charakteren, eine Runde, 4 Stunden, das war's, viel Spaß, hat's euch gefallen, nächste Runde. Es ist halt, ich finde, es ist eine schwierige Frage, weil hier zwei verschiedene Interessen einfach sehr hart kollidieren. Wenn ich auf einer Con eine Runde spiele, völlig egal, ob ich das System kenne oder nicht, weiß ich, das wird hier so eine Art 4-Stunden-Beziehung von uns allen und ich sein. Und das Ziel ist es, eine gute Zeit und ich zu haben. Und wenn der Spielleiter dafür vorgefertigte Charaktere hat und vielleicht sich sogar im Optimalfall was überlegt hat, haben wir ja in Dorpcast vorhin auch schon darüber gesprochen, um die Charaktere tatsächlich in den Plot zu bringen, dass wir nicht irgendwie erst 5 Stunden Charakter Zusammenführung machen müssen und so weiter, dass das halt irgendwie alles knallt, finde ich das persönlich besser. Aber mich holt diese andere Interessenslage halt einfach überhaupt nicht ab. Also ich brauche kein Langform-Charakterspiel, ein bisschen konträr zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe, aber halt nicht auf Cons. Das nicht dieses Ergebnisorientierte, das du genau. Weil für mich war es halt schon sehr überraschend zu sehen, als ich einmal auf dem GenCon war und dann ging ich oben in den großen Ballsaal vom GenCon. Da sitzen 1000 Menschen in einem Saal und spielen organisiert Pathfinder. Für ein besonderes Szenario, was eben nur da geleitet wurde. Und das dachte ich mir schon so, okay, in diesem Raum sind jetzt mehr Leute, die Pathfinder spielen, als auf der letzten Con in Deutschland, auf der ich war. Und das war eine große Con. So. Es gibt offen, ist das jetzt so ein Kulturkonflikt zwischen Amerika und Deutschland? Weil es gab ja hier nie dieses kompetitive Spiel oder dieses organisierte Spiel. Ist das nur etwas, was wir komplett sein lassen, weil es einfach keine Interessen gibt? Oder gibt es hier einfach ist die Spielkultur? Also ich denke, diese Kultur existiert nicht, weil hier einfach nie die Verlage halt so hingegangen sind und sowas gemacht haben. Ja, bei D&D ist ja von Anfang an, war denn das halt irgendwie Events, ja, auch vor irgendwelchen Actual Plays waren das teilweise Runden mit Zuschauern, das waren halt Sachen mit, keine Ahnung, wo dann halt auch jemand, der irgendwie erfolgreich in dem Spiel war, dann halt sich einen gewissen Ruf erarbeiten konnte und so, ach, guck mal, das ist der und der, der hat in Level 10 Con-Charakter, nie gestorben, alle Fallen überlebt, immer die anderen zuerst gehen lassen, halt sowas. Sowas habe ich hier halt nie erlebt und auch halt dieses harte runterorganisieren in diese Con-Slots mit 4 Stunden hast du den Tisch und dann ist Sense und guck, wie du damit klarkommst. Und ich denke halt, diese Formate, diese irgendwo Begrenzungen, diese Randbedingungen, die schaffen natürlich auch eine gewisse Art von Spiel. Und wie gesagt, in Deutschland habe ich es nie gesehen. Und was mit dem Briefspiel bei DSA? Gut, aber das ist tatsächlich vielleicht ein gutes Gegenbeispiel oder eine Alternative einfach. Weil zum Beispiel im Gespräch mit Ross, unserem Ami, den wir eine Weile in Deutschland hatten, der schien von dem Konzept deines Briefspiels eher irritiert zu sein. Also diese liebevolle Kleingartenpflege aventurischer Provinz ist halt auch etwas, was, glaube ich, einfach der Rest der Welt zwangsläufig nicht so gemacht hat. Also vielleicht ist es bedient ein sehr anderes Spielerlebnis, aber vielleicht ist das tatsächlich einfach ein gutes Pendant für kulturelle Dinge. Es ist halt auch ein organisiertes Spiel, aber nicht mehr so auf Charakteroptimierung drin, sondern auf Gestaltung der Spielwelt. Ja, da ist, glaube ich, so der Kleingartengedanke schon wieder. Ah, aber ist das noch Rollenspiel oder ist das so wie Legend of the Five Rings, wo irgendwelche Kartenturniere halt das Rollenspiel-Setting dann formen oder so? Ist es nicht einfach eine Art von Setting-Generator, der jetzt nicht wirklich aus einer Spielrunde kommt? Aus einer Spielrunde vielleicht nicht, aus dem Spiel vielleicht schon, weil ich glaube durchaus, dass die Briefspieler teilweise sehr auch in Charakter gearbeitet haben. Aber bevor wir das weiter vertiefen, Tom, sag doch auch mal was. Was ich noch einwerfen könnte, ne? Also die Sailor Moon-Runde, die spielen wir, glaube ich, jetzt dann zum dritten Mal, also letzte Drakon nicht, aber davor die beiden Drakons. Das sind dann auch immer Größen, das sind die gleichen Teilnehmer, ne? Und die spielen wir auch noch auf der Drakon, weil sonst... Spielen die auch dieselben Charaktere? Ja. Und auch eine durchgehende Kontinuität? Ja, mehr oder weniger, ja. Also bis jetzt ja, ich habe einen großen bösen Oberschurken etabliert. Mickey Mouse.
der Sigma als Mikro was verkehrt hat, beim letzten Runde haben wir halt ein Disneyland, Tokyo Disneyland dann gespielt. Mhm. Ja, die haben aber seine Schwester geköpft. Also die Sailor-Krieger haben seine Schwester geköpft, jetzt ist er halt sauer. Ich muss mir noch was für morgen überlegen. Aber du gehst jetzt aber nicht über das Jahr hin und planst jetzt für die nächste Drakon dein Sailor Moon Abenteuer aufbauen auf dem letzten minutiös, nach dem Motto, ich weiß es, ich spiele das zwar jedes Jahr nur einmal, aber der Plan ist auf die nächsten 20 Drakons ausgelegt. Nee, es ist eher schon so episodenmäßig. Du hast halt den großen Oberschuppen, ja, wie in der alten Sailor Moon Serie halt, ne, und kannst dann halt so jeden Tag der Drakon von mir ist halt so eine Episode quasi spielen, ne, mit hier Monster of the Week und erledigen und Metaplot wird ein bisschen fortgeführt, aber... Drakon 32. Ich sage es jetzt voraus, Sailor Moon Endgame. Die große Auflösung. Ja, wer weiß. Ja, ja. Aber du kannst auch Ritter des Sichts spielen, also musst keine Kriegerin spielen. Du kannst auch. Aber was ihr meint, dieses wieder nur Kopf schütteln. Ja. Das ist, glaube ich, echt was wir hier in Deutschland, also selbst in diesen Anfangs-Con-Jahren, wo Leute eben mit ihrem Charakter halt gespielt haben, aber nicht so wahrgenommen, wie du das jetzt aus Amerika erzählst. Also, es gab, glaube ich, jetzt auch nie so die, oh, das ist der. Der tingelt über alle Cons in Deutschland und spielt immer den Charakter. Also das ist mir jetzt auch nie so untergekommen. Also das ist, glaube ich, echt was, das in der Form hat sich halt aus irgendeinem Grund halt nicht durchgesetzt bei uns. Oder also nicht mal probieren. Ich weiß halt auch nicht, ob es tatsächlich nur in Amerika so funktioniert. Also ob es in anderen Rollenspielländern halt... Was, glaube ich, in Deutschland funktionieren könnte, ist eben so ein Eventtag, wie Matthias das gerade schon mit Legende der Fünf Ringe angesprochen hat, aber nicht unbedingt auch fürs Kartenspiel, sondern so im Sinne einer lebendigen Kampagne, dass das Szenario eben mehrere Ausgänge vorsieht. Die Ausgänge können dann jeweils an den Verlagsinhaber dann oder an den Storychef dann weitergeleitet werden und dann am Ende, okay, die meisten Gruppen haben es eben geschafft, die Kaiserin zu retten statt den Kaiser, deswegen haben wir jetzt in Zukunft keinen Kaiser mehr, sondern eine Kaiserin. Mhm. Dass es eben dann an diesem Event-Tag oder auf dem Kontag dann eben dieses Ereignis dann Einfluss auf das offizielle Setting hat. Ja, das wäre gut für Aventurien, dann könnte man so ein Lab draus machen, ne? Lab interessiert niemanden. Geh raus und sag das denen. Das ist als Hobby albern und doof. So. Warte, wir blenden mal jetzt die Adresse für Scope ein. Mhm. Aber gut, viel wurde gesprochen, wenig wurde gesagt. Wir sind fast eine halbe Stunde dran, versuchen wir das Ganze vielleicht nochmal... Zu rappen, genau. Also yo. zusammenzufassen, ihr individuell als Person und eine Beatbox. Was sind Con-Rollenspiele für euch? Was ist euer, wenn ihr das jetzt als Fazit nehmt, was ist für euch das, was Cons reizvoll macht? Weil wir sind ja alle hier und ich habe keinen gezwungen. Der Event-Charakter und Dinge auszuprobieren. Halt auch nochmal Leute treffen, die man halt tatsächlich einmal im Jahr auf der Con trifft. Also auf der Drakon eher weniger, auf der Manticon definitiv. Ne, zum Beispiel. Ja, aber stimmt, der soziale Aspekt. Ja. Da ich ja inzwischen 3 Stunden von hier entfernt wurde, ist es auch für mich wichtig, dann auf die Con zu kommen, um nochmal Leute zu treffen. Ich wollte gerade sagen, also um Leute zu treffen, mit denen zu spielen, sei es jetzt bekannte Gesichter, vielleicht aber auch unbekannte, um einfach für einen abgesteckten Zeitraum eben so eventmäßig was auszuprobieren, sei es jetzt neu oder einfach ein bekanntes System in einer anderen Form. Live-Podcast. Hey. Oh. Essen. Das ist von der Küchenfee. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber das ist... Also wenn ihr das jetzt sehen könntet. Schokolade. Das ist Gummibärchen. Für euch Hörer, es ist Regenbogendrogen. Ist gerade offensichtlich die Cosplay-Version unserer Drakon Waffenspiel reingekommen und hat uns Drogen in Form von Kuchen gebracht. Philipp, bist du Drogen? Oh, ja. Du musst das auch nicht machen. Nein. Ich bin genauso verwirrt wie alle anderen. Alles klar, wir haben was zu essen und wir haben versucht, einen Deckel drauf zu nehmen. Matthias, hast du noch einen Gedanken? Ja, keine Ahnung. Also auf einer Con will ich alle meine Freunde sehen und mich mit ihnen unterhalten und dann mit Leuten spielen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und die danach nie wiedersehen. Ja, alles, was die anderen gesagt haben. Ja, nee, aber ich habe tatsächlich nichts mehr zu ergänzen. All das, was gesagt wurde, ist durchaus auch mein Gedanke. Und das bringt uns zu dem traditionellen Punkt einer jedem Dorpcast-Episode, an dem ich sage, wir sind die Dorp. Und wir den Rest sparen und stattdessen einmal die Reihe rummachen. Matthias, wenn man dich online treffen will, wo findet man dich? Also aktiv im Tunnelon Rollenspielforum als Gimmi bin ich unterwegs. Ich lese ein paar andere Sachen mit, aber da weiß keiner, dass ich da präsent bin. Alles klar. Markus. Tom.
Ich bin auf Twitter zu finden und als @diedorp, wie im Sermon auch immer wieder erwähnt wird. Ich bin bei Facebook, ich bin theoretisch auf Instagram, ich habe fast überall irgendwo einen Account, um mir das überall alles mal anzuschauen, aber aktiv hauptsächlich auf Facebook oder Twitter. Alles klar, Markus, hast du auch mal gegessen? Ja, also aktiv tatsächlich bei DeviantArt, aber ansonsten, ja, stalken sicher so ein paar Sachen, aber da gebe ich keine große Töne von mir. Ich hasse es, mit Menschen zu interagieren und bin deswegen so gut wie nicht auf Social Media vertreten. Ich nähere mich zunehmend dem Punkt an, an dem ich denke, dass Social Media in ihrer Gesamtheit mit Benzin übergossen angezündet gehört. Aber bis ich mich dazu entschieden habe, findet ihr mich auf Twitter unter @Seelenworte, allerdings auch sporadisch. Und wer Seelenworte googelt, findet auch meinen Blog, da findet man mich präsenter oder so. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für dieses die Schokolade ist so gut. Wirre Gespräch. Keine Medienshop. Sekunde, das ist die zweite Episode, die ich heute aufnehme. Oder nicht heute, weil ich auf dieser Con aufnehmen wollte. Eine relevante Frage ist noch, Philipp, war es auch gut für dich? Er hebt die Daumen hoch, wir müssen dringend an dieser nonverbalen Sache in diesem Podcast arbeiten. Gut. Wir blenden einfach Untertitel ein. Deal. Alles klar, dann würde ich sagen, was das für Episode 135 B des Dorpcast und wir hören uns in einem Zeitintervall wieder, den ich gerade nicht abschätzen kann. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Adieu. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. Ich hatte gedacht, die Medienschau machen wir in einer separaten Aufnahme, ob jetzt heute, wir wollen wahrscheinlich irgendwann spielen gehen oder morgen oder sowas. Ja, genau. Ausgezeichnet, genau. Kann ich noch was gucken. Ja, ich... Habt ihr schon Medien oder... Ich werde auf jeden Fall über The Black Company reden, weil ich endlich mal jemanden am Tisch habe, der das auch mal gelesen hat. Ausgezeichnet. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Monat Mai sind das 8088 Alishara Ed Zeitiger Lambert Behnke Big Bear Andreas Korsten, Tobias Kronert, Daniela, Daniel Doppelstein, Dorifer, Thorsten Enderling, Michaela Fege, Björn Finke, Gens Dreckleser, Marcel Gehlen, Stefan Glück, Granus, Markus Greve, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Heinrich, Dominik Ladek, Hungerhummel, Laplace Verlag, Lightweaver, Christoph Lühr, René Kulig, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Ralf Merck, Mofte, Ockenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, Arzach Rumpelgnorg, die RuneQuest Gesellschaft, Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Ollis Tische, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steury, Technosmurf, Teichdragon, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.